Hat er gesagt, das geht schon? Ja, passt, hat er gesagt. Passt? Okay, alles klar, gut. Ein Neuzugang steht jetzt neben mir, Fabio Strauß, und auch gleich ein Bombeneinstieg mit einem Tor. Herzliche Gratulation. Wie war der Einstieg? Ja, ist super. Ja, also ich bin zufrieden heute und schön, dass wir jetzt einmal so deutlich wieder gewonnen haben. Ich bin einfach gefreut, wieder mal zu spielen, weil ich jetzt ein bisschen 2 Jahre jetzt nicht viel gespielt habe. War ein bisschen schwierige Zeit und jetzt habe ich mich einfach gefreut, dass ich wieder am Platz stehe. Der Fabio Strauß hat glaube ich, hat man gleich gesehen, dass er Verstärkung ist, sehr ruhig, körperlich präsent. Auch gleich durchgeschossen bei den Standardsituationen. So habe ich auch gleich gut eingefunden mit der Mannschaft und mir taugt es einfach voll da. Und was ich da nicht auch noch da mache, ist halt da noch die Draufgabe, also eh perfekter Einstand für mich. Vielleicht haben wir 2 Phasen drinnen gehabt vor je 10 Minuten, die nicht so flüssig waren, aber sonst glaube ich, haben wir eine sehr, sehr gute Leistung für das erste Pflichtspiel gebracht. Es war die erste Runde vom Cup. Herzliche Gratulation, ihr seid Zweiter. Gibt es einen Wunschgegner für die zweite Runde? Nein, also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn man gegen einen Bundesligisten spielt, sage jetzt wie Salzburg oder Rapid sicher, ist die Bude voller. Aber im Hinblick auf das, wenn wir weiterkommen, will ich sehen, natürlich besser, wenn du einen Amateurverein kriegst. Also schauen wir mal, wen wir kriegen. Und im Cup ist immer alles möglich, egal gegen welchen Gegner. Und wenn wir weiter so auftreten wie jetzt, dann bin ich guter Dinge, dass wir die nächste Runde auch überstehen. Oh, jetzt dran uns das Licht auf. ja, wir freuen uns, dass wir im Cup eine Runde weiter sind. Wir wollen überwintern und darum müssen wir den nächsten Gegner schlagen. Es war ja heute das erste Spiel, wo Fans wieder zugelassen worden sind. Hat man irgendwas gemerkt von der Stimmung? Ja, cool war. Also erste Halbzeit haben wir schon gehört, dass das eine oder andere Mal, wow. Ich meine, das pusht schon in der einen oder anderen Situation. Und ich glaube, es ist auch schön, dass man wieder einmal Leute sieht, die was lachen. Auch wahrscheinlich wird die sagen, wo ein paar blären werden, aber heute haben sie gelacht und super. Und eine Frage noch im Dunkeln, da lässt sich's gut munkeln. Was nimmst du mit für den Start der Liga? Ja, jetzt sage ich mal, wir werden jetzt einfach weiterarbeiten die nächsten 14 Tage. Wir haben nächste Woche dann nur mehr das Spiel gegen Ried. Und dann geht es Richtung Vorbereitung, Richtung Klagenfurt. Ich glaube, da spielen wir auswärts gegen einen Top-Favoriten von der Liga. Und da können wir nur überraschen. Wir sind jetzt wieder ein neu zusammengewürfelter Haufen, sage ich jetzt einmal. Wir haben jetzt erst letzte Woche wieder Spieler dazu gekriegt. Und ja, wenn wir das mitnehmen und unsere Chancen nutzen, so wie jetzt auch in der Meisterschaft, dann werden wir da auch eine gute Saison spielen. Wunderbar, dann wünsche ich gutes Gelingen, gratuliere nochmal zum Tor und herzlich willkommen bei Blau-Weiß Linz. Danke, danke, danke. Ist so, jetzt geht's los. Okay, dafür wünsche ich alles Gute und herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke.